Schülerinnen aus Gottelsheim und Korbach erlebten die MINT-Berufe bei der EWF. Hier Jana-Marie Breuer, die Auszubildende Anna Mühlhausen, Lara Uhl und Damiana Stock im Elektroniklabor. Auszubildende Julia David erklärt Frieda Schüttler und Marie-Louisa Vesper, wie man einen Hausanschluss herstellt und einen weiteren Verteilerkasten anbringt. Das ist schon schwere Arbeit, die dicke Isolation von den Kabeln abzubekommen, damit man es alles anklemmen kann. Aber die Mädchen hatten sichtlich ihren Spaß und gaben nicht auf. Geht das so noch? Und zum Schluss war natürlich dann alles abgeschlossen. Genau, und dann kannst du das da. Und im Bereich der Informatik lernten die Mädchen, wie man eine Logikschaltung erstellt.